Nach einem verheerenden Erdrutsch graben sich Helfer und Anwohner in der brasilianischen Stadt Petropolis durch Schlamm und Geröll. Die Erdmassen haben zahlreiche Häuser mit sich gerissen und viele Menschen unter sich begraben. Ich habe meine Mutter tot geborgen. Gestern konnte ich meinen Sohn und Nachbarn retten. Ich habe ihn in die Notaufnahme gebracht. Meinem Sohn geht es gut. Ich konnte ihn lebend aus dem Schlamm ziehen. Aber meine Mutter muss ich beerdigen. Insgesamt kamen nach schweren Regenfällen in Brasilien mehr als 90 Menschen ums Leben. Die Stadt Petropolis bei Rio de Janeiro ist besonders stark betroffen. Mehrere Dutzend Menschen werden noch vermisst, Hunderte haben ihr Zuhause verloren. Die Rettungsteams arbeiten rund um die Uhr. Sie werden weitersuchen, auch wenn die Suche aus technischen Gründen für 1-2 Stunden unterbrochen werden muss. In einigen Stadtteilen von Petropolis fiel binnen weniger Stunden mehr Regen als normalerweise im gesamten Februar. Die Behörden haben für die nächsten Tage weitere Regenfälle vorhergesagt, die neue Überschwemmungen verursachen könnten.